Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raphael. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Die Team-Webseite. Die Team-Webseite ist jetzt im Moment immer noch auf, ich gehe mal hier drauf, auf kerstinrachfall.sharepoint. Ja, geh mal, kann man die so ganz sehen? Sie sehen es hier, ich gehe mal hier vorne hin. Also, die ist noch immer auf kerstinrachfall.sharepoint.com, Teamseite, Sidepages, Homepages. Also, die ist immer noch auf dieser langen Adresse. Das möchte ich ja ändern. Und der nächste Punkt, den ich ja ändern möchte, gehe wieder auf die Startseite zurück, ist, dass ich hier unten, jetzt muss ich das wieder ein bisschen hochziehen, dass ich hier unten die Webseite nicht auf SharePoint.com haben möchte. Ich gehe auch da nochmal drauf, damit Sie das sehen. Hier sehen Sie die Adresse, sondern die möchte ich ja jetzt umändern. Das mache ich jetzt. Gehe zurück auf meine Start. Die Startseite mache ich zu, weil ich ja jetzt hier Änderungen vornehme. Gehe auf Administrator. Gehe jetzt hier einmal auf Domänen. Entschuldigung, nicht die Webseite bearbeiten. Und Sie sehen jetzt hier, Ihre SharePoint-Website-Adresse lautet http://kerstinrachfall.sharepoint.com. Die will ich jetzt ändern. Und das kann ich jetzt auch, weil ich eine Domäne hinzugefügt habe und sage, meine neue SharePoint-Adresse lautet so. Ich sage okay. Das dauert jetzt auch ein bisschen. Die Einstellungen müssen ja auch erst vorgenommen werden. Sie sehen auch hier steht, bis zu 24 Stunden kann es dauern, bis man auf diese Seite dann so zugreifen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier raufgehe, sehen Sie, ist noch immer kerstinrachfall.de drin. Und auch wenn ich jetzt in meine Übersicht gehe, sehen Sie, ach, das ist ja Übersicht von der Administrator auf meiner Startseite, sehen Sie, dass hier noch die alten Daten drin enthalten sind. So, schauen wir uns nun an, ob das Ganze funktioniert hat. Ich habe ja jetzt meine Domäne in die SharePoint, in die öffentliche Webseite von SharePoint eingepflegt. Und ich habe ja jetzt auch meine Teamseite auf diese verkürzte Domain umgestellt, so dass ich jetzt als Adresse dann eben die kurze Domain habe. Ich melde mich an und wir schauen uns das Ganze an. Ich gehe jetzt hier auf die Team-Webseite. Und ziehe jetzt mal wieder meinen Webbrowser runter, damit Sie die Adresse sehen können. Und Sie sehen jetzt, meine Team-Webseite ist auf www.kerstinrachfall.de. So wie geplant, Teamseite, Sidepages, Homepages, das ist dann die URL eben für diese Team-Webseite. Ich gehe nochmal zurück auf meine Startseite. Und Sie sehen hier unten bei der Webseite, das war ja schon sichtbar, dass da kerstinrachfall.de steht. Ich gehe jetzt mal hier drauf und Sie sehen tatsächlich, dass hier jetzt diese Webseite hinterlegt ist. Ich gehe jetzt, nehme jetzt einfach mal einen anderen Webbrowser zur Hilfe. Hoppala. Und blende den jetzt mal hier ein und tippe hier jetzt mal www.kerstinrachfall, obzwar nicht das Team, sondern das normale kerstinrachfall.de ein. Und Sie sehen, ich komme hier wirklich auf diese Übersicht. Also ich bin also jetzt schon wirklich so erreichbar, so würde man mich sehen. Damit Sie mir auch glauben nochmal, dass ein Unterschied besteht. Ich bin ja hier oben angemeldet in meiner Online-Domain. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel diese Funktion, die hier schon eingepflegt ist als Test, Mitgliederanmeldung auswähle, dann würde ich auf die Team-Webseite kommen bei mir. Wohingegen, wenn ich jetzt mal den Webbrowser nehme und würde hier auf die Mitgliederanmeldung gehen, dann würde er mich abfragen, dass ich mich eben anmelden soll. Also Sie sehen, das ist wirklich jetzt meine öffentliche Seite, worunter ich erreichbar bin. Und wir werden uns das jetzt anschauen. Das heißt,
Ich werde jetzt als nächstes ein Video drehen, wie Sie diese Standard-Webseite anpassen, weil ich möchte ja jetzt möglichst schnell mit meinem Design, mit meinen Informationen und nicht hier mit den Standard-Informationen von Office 365, möchte ich ja jetzt hier im Internet erreichbar sein. Gut, Sie sehen, es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Domain, ich habe das ja immer auch nur grob angerissen. Ich habe auch bewusst teilweise Fehler und Probleme drin gelassen in den Videos, damit Sie einfach wissen, dass das schon eine Sache ist, die man sich ein bisschen genauer anschauen muss oder wo es auch vielleicht mal Schwierigkeiten oder Probleme gibt. Wenn Sie diese Informationen brauchen, wenn Sie jetzt über eine andere Seite hineingekommen sind als unsere Standardseite, dann will ich Ihnen hier nochmal die himmlische IT zeigen. Die himmlische IT ist unsere Webseite zum Thema Cloud Computing und Sie können uns als Ihren Partner zu Ihrem Abo hinzufügen. Das hat den Vorteil, dass wir Sie bei Ihren, bei Ihren Problemstellungen, Schwierigkeiten auch unterstützen können. Und wenn Sie Fragen haben zu dem Thema, dann können Sie das an MOS für Microsoft Online Services @rachfall.de können Sie die dorthin schicken oder Sie rufen mich an. Gut, das war's zu dem Thema Domain und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie schauen auch in unsere anderen Podcasts zum Thema Office 365 P1 Plan rein. Sie sahen einen Videocast der Rachfall IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.